So, willkommen back zu Mindtest. Ja, mittlerweile Folge 15. Bei dem Mindtest-Server hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Ich habe ein paar neue Mods eingespielt. Unter anderem habe ich endlich dieses Unified Inventory implementiert. Das wird uns also jetzt zu Genüge nützen, hoffe ich. So, erstmal anmelden hier. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, das Gebäude ist ja hier mittlerweile soweit relativ fertig. Hatten wir in der letzten Folge abgeschlossen. Erstmal vorläufig. Was ich jetzt vorhabe, ist da auf der kahlen Stelle, da wo das alte Gebäude stand, so ungefähr, will ich erstmal ein richtiges Gebäude bauen. Halt also so, halt nicht in dem Berg eingearbeitet, sondern halt oberirdisch ein klassisches Gebäude. Was ist da hinten los? Achso. Ja, das heißt also, wir werden uns hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dazu nehmen wir erstmal unsere Axt und dann hacken wir drauf los. Blätter sollten despawnen, hoffe ich. Ja, tun sie. Sehr schön. So. Dann schlachten wir mal bei lieblichen Lüfter-Sounds ein paar Schweine. So. Okay. Gut. Erste Frage, wie bauen wir das Haus? Ich würde am liebsten so ein T-Stück-Haus bauen, also so ein längliches Haus, wo noch so ein Abzweig ist. Dazu bräuchten wir auf jeden Fall erstmal... Was ist denn hier los? Wir haben kein Sand, das ist tragisch. Zuallererst müssen wir uns erstmal ein paar Bäume schlachten. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen Sand haben. Nein. Nein. Ja. Perfekt. So, Gott, so viel Sand brauche ich doch gar nicht. Na egal. So, dann. Okay. So, wir gehen mal nach ganz hinten und hacken erstmal ein paar Bäume. Das sind ja die Kiefern, ne? Ah ne, das sind auch noch normale Bäume. Sehr schön. Ja, ich werde am besten ein paar Kiefern und ein paar normale Bäume schlachten. Dann haben wir nämlich so ein bisschen bei der Gestaltung von den Farben ein bisschen Abwechslung drinne. Ich will nämlich praktisch an den Ecken von dem Haus will ich praktisch Baumstämme hochziehen, praktisch so als Stützbalken und dann halt quer Bretter verwenden, die dann sich farblich auch etwas abheben sollen. Ja gut, Dschungelbaum werden wir dafür wahrscheinlich nicht verwenden, aber hier das normale Birkenholz und das klassische Apfelbaumholz. So. Dann suchen wir uns jetzt noch mal ein paar normale Bäume. Da haben wir hier auch noch ein paar. Wie gesagt, das Holz hier werde ich dann für die Stützpfeiler nehmen. Von dem Holz werden wir dann also eine ganze Menge brauchen. Und aus dem anderen Holz machen wir jetzt ein Bretter, um praktisch so die... Ja, um die Bretter zu machen, aus denen wir dann die Etagenböden und so schimmern.
Wobei wir von dem normalen Holz haben wir ja noch ein bisschen was, oder? Da hatten wir ja gesammelt gehabt, soweit ich weiß. Müsste ich mal nochmal zu Hause gucken, wie viel wir da noch über haben. Weil wir hatten ja damals gesammelt, um die ganzen Truhen zu bauen. Das heißt also, wir dürften gar nicht mehr so viele Vorräte haben. Ja, eben, hatten wir damals passend gesammelt. Das heißt also, wir haben gar kein Holz mehr vorrätig. Dann hacke ich ein bisschen gleich mal alle Bäume ab. Das passt dann schon. Das passt auch perfekt zu dem Pariser Klimaabkommen. Erstmal schon das gesamte Ökosystem hier abschlachten. Oh, vor dem Holz haben wir mittlerweile schon ein bisschen was, ne? Ich habe halt nur keine Ahnung, ob das jetzt mit dem normal hier mit dem Buchenholz mittlerweile passt. Oder Esbanbaumholz. Da hinten haben wir noch ein paar. Sehe ich gerade. So, wir despawnen alles schön. Hier haben wir noch ein paar Äpfel. Können wir auch gleich mal mitnehmen hier. Komm mal her, mein Kleiner. Dankeschön. So. Da noch ein Apfel. Hier sollte eigentlich alles despawnen, tut es aber nicht. Oder tut es nur sehr langsam, je nachdem. Liegt hier an dem Holz? Kann das sein? Ist jetzt mal Geschichte. Ach klar, hier unten genug. Ah, scheiße. Ja, klar. Okay. Ja, das ist, wie gesagt, das Problem, wenn man ein bisschen Holz immer im Boden drinne lässt, dass dann halt die unterste Blätterschicht nicht despawnt, weil die halt dann zu nah an dem Holz ist, was noch übrig bleibt. Aber gut. Wir sind ja nicht mittellos. Auch wenn das die Axt ganz schön belastet. Andererseits müssen wir dafür gar nicht die Axt benutzen. Wir können auch dafür was anderes benutzen. Das hier. Ja, geht genauso schnell. So, ein paar Samen hier einsammeln. Okay. Was ist hier? So. Gut. Ja, ich gehe noch mal auf die andere Seite des Flusses. Noch ein paar von diesen weißen Bäumen schlachten. Von denen haben wir jetzt mittlerweile 69. Könnte reichen, muss es aber nicht. Andererseits haben wir von dem noch Samen bekommen. Ja, gut, dann pflanzen wir uns einfach selber ein paar Bäume. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Dann haben wir nämlich die Bäume gleich direkt bei uns vor Ort. Dann müssen wir auch nicht immer so weit rennen. Das macht dann wahrscheinlich Sinn.
Eine Kuh. Und der Ozelot. Hab die Viecher ja früher mal liebevoll Katzen genannt, obwohl es gar keine Katzen darstellen soll. Aber gut. Okay, erstmal die Essbärenbäume pflanzen. Parken wir einfach hier schön in der Nähe hin, damit wir die immer griffbereit haben. Einmal da, einmal da, einmal da. Geht ja bloß ums Holz. Apropos Holz, können wir eigentlich auch gleich die hier nochmal pflanzen. Dann haben wir die ganze Kacke hier schon vor Ort. Brauchen wir nicht immer so weit rennen. Also, bam, hier. Okay. Hier haben wir eine relativ ebene Fläche sogar. Die können wir gleich mal nutzen. Dann gehen wir hier bis ganz zu der Kante hier. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mit unserem Haus einfach mal hier an. Hier ist der erste Pfeiler. Die Frage ist, wie hoch machen wir das Haus? Also auf die Höhe kommt das Fenster. Hier ist dann die erste Reihe. Da kommt da oben auch nochmal eine Reihe hin. Halt also, ja, eine Deckenhöhe von 4 können wir nehmen sogar. Geht. Abstand nehme ich am besten auch 4. Dann machen wir das Ganze so hier. Kommt jetzt erstmal das Ding da weg. So. 1, 2, 3, 4. Da kommt Bäumchen hin. Die Frage ist, ich komme gar nicht dran. Die Frage ist, ich komme gar nicht dran. Es wird nichts. Doch wird. Scheiße. Ah, okay, klar. Sehr schön, sehr schön. Nee, ist aber auch Bullshit. Nein, nein, nein. Wie machen wir das? Legen wir die direkt da oben rauf oder? Ah doch, das macht Sinn, ne? Ja doch, okay. Ja, dann, wow, das ist natürlich. Ich brauche mal ein bisschen Dreck. So, da. Nein. Aha. Nein. Komm, 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 ab. Weg, weg, weg. Sehr schön, dass das automatisch jetzt richtig macht. Das finde ich sehr praktisch. Ach, komm da nicht ran, ihr ernsthaft jetzt? So, lassen wir es da ein bisschen überstehen. Das wird ja authentischer. Ach man. Klappt das? Ja, klappt. So, dann machen wir hier einen Balken, der dann auch rüber geht. Boah, das klappt ja richtig gut hier. Perfekt. So, 1, 2, 3. Nein, 1, 2, 3, 4 Lücke. Und jetzt kommt da der nächste Baumstamm hin. 4. Da, da, da. Ach Mann. Geht doch. So. Die Frage ist, welche Dimension soll das Haus jetzt haben? Ich würde das doch gerne schon zwei, ich sag jetzt mal, Sektoren breit machen. Also hier zwei von diesen Einheiten hier breit. Genau, dann machen wir das praktisch 6 Einheiten breit, 2 Einheiten tief und dann haben wir hier vorne dann noch so, wie gesagt, so ein Kapitelstück, wo dann der Haupteingang kommt oder wir machen den Eingang nach hinten hin. Reicht der Platz dafür? Ah ja, der Platz wird dafür sogar aus. Okay, gut, dann machen wir das T, also der praktisch die Aussparung nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Haben wir praktisch nach da vorne hin unser Haupteingang. Also praktisch in die Richtung hier. Das heißt also 1, 2, 3, 4, da kommt der Pfosten hin. 2, 3, 4, das haut hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier ist dann Ende. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist dann auch fraglich, wie wir das mit den Türen machen. Das ist eigentlich eine gute Frage, tatsächlich. Gut, können wir dann später mal gucken.
Wenn wir denn bei der Tür sind, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fuck. Gut, dann müssen wir ein bisschen Terraforming hier machen. Ja genau, können wir so lassen. Dann machen wir hier so. Genau. Badam. Schön Sand hin, damit das möglichst natürlich aussieht. Ist aber doch gut, dass wir so viel Sand mitgenommen haben. Brauchen wir hier doch nämlich. Andererseits, hier drinnen brauche ich erstmal keinen Sand auslegen, weil hier drinnen wird der Sand sowieso wieder rausgehoben, um den Teppich einzuziehen. Aber hier draußen brauchen wir dann definitiv Sand. Da wäre dann auch wieder die Frage, wie weit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, jetzt bin ich schon am Ende. Oh ja, doch, passt. Ha, perfekt. Gut, das ist dann praktisch so unser Hauptgedünst. So, und eingekleidet das Ganze, wie gesagt, hier schon von Sand. Ja, damit es nach außen schön authentisch wirkt. So, passt doch. Ja, die Katze muss hier leider sterben. Katze wurde lebendig begraben. So, das passt doch schon mal ganz gut. Okay. So, gut. Jetzt kommt das, was ich meinte mit dem hellen Holz. Und zwar machen wir daraus jetzt schöne Bretter. Ja genau, hier ist das neue Inventory, was ich meinte. Kann man sehr viele schicke Sachen machen. Zum Beispiel kann man hier, wenn man hier Sand macht, kann man daraus Skulpturen machen. Das macht jetzt hier noch nicht wirklich Sinn, aber... Wenn man zum Beispiel... Ja, nehmen wir mal das hier zum Beispiel und drücken dann darauf und dann darauf, dann haben wir hier gleich eine Tür. Weil das hier rotiert nämlich die ganzen Sachen. So, wird eine Fallentür gebaut? Ich dachte, das ist zweimal zu... Ah ne, stimmt doch, richtig. Wie gesagt, kann man hier praktisch Muster einstellen und dann kann man daraus direkt seine Sachen machen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich finde das hier geil. Übrigens ist das alles hier, Unified Inventory und diese Zusatzbutton hier, das ist mit einer zweiten Mod, das ist Unified Inventory Plus. Weil bei dem normalen Unified Inventory sind diese Dinger hier und das hier und das Ding hier nicht da. Da gibt es nur das Ganze, was hier ist und was hier unten alles ist. Übrigens können wir hier auch die Uhrzeit verändern. Wollen wir natürlich nicht. Oh, 6 Uhr? Nee, ist natürlich Quatsch. Zeit ist natürlich nicht 6 Uhr, sondern 12 Uhr. Jetzt habe ich den Server verändert. Das ist aber nicht nett. Ja. Also hat schon ein paar Vorzüge, zum Beispiel hier dieses Set Home und Get Home. Das ist schon alles gar nicht mal so schlecht. Egal, wir sind gerade hier bei Haus zu basteln. So, haben wir schon ein paar Bäume. Ja, die Bäume sind ja noch gar nicht gewachsen. Was ist denn hier los? Das ist alles bestimmt deine Schuld. Hier, komm mal her. Du kommst jetzt her. Danke. Aha. Siehst du, man muss bloß ein Schwein schlachten und schon kommen die ganzen Bäume. Übrigens ist unsere Axt mittlerweile ganz schön lediert, dann müssen wir uns bald mal neue anlegen. So.
Sehr schön. Du kannst gleich mal herkommen. Du hast nämlich gleich wieder hingepflanzt. Weil wir werden relativ sehr viel Holz brauchen für das Gebäude. Man sieht schon, es ist sehr holzspielig, das gesamte Konstrukt. Aber dafür wird das Haus, wenn es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe, auch relativ schön. Holz, genau. Da haben wir Holz. So. Ja, Sand kommt mal hier bitte wieder weg. Dankeschön. Nein, das war falsch. Ach man. So. Perfekt. Da hat man hier immer so ein kleines Fenster. Und halt hier so Balkon. Ne, Quatsch, nicht Balkon, sondern so. Ja, Fensterbrett, was auch immer. Nennt es, wie ihr es wollt. So. Dankeschön. 1, 2, 3. Nein! Holz ist leer. Gut. Bäume sind auch noch nicht gewachsen. Dann lass das erstmal. Mach ich erstmal hier die ganzen Holzkacken dazwischen. Ja. Perfekt. Voila. Dankeschön. Dankeschön. Übrigens habe ich vor beim Mindclone, bei dem Mindclone-Server, da habe ich gerade eine Stelle hergerichtet und da möchte ich so ein Pensionsgebäude bauen. Und das wird dann praktisch in so einem gleichen Style. Das werde ich dann versuchen, ein bisschen größer zu bauen, also im größeren Sinne von mehrstöckig. Weil das Gebäude hier werde ich jetzt einfach nur einstöckig bauen. Und wie gesagt, bei dem Minecraft 2 Server, da will ich dann so ein Gebäude mal versuchen, mehrstöckig zu bauen. Ich habe hier schon ein bisschen auf dem privaten, also lokales Spiel, habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert, wie so Häuser am schönsten aussehen. Weil mit Häuser bin ich nicht so bewandert. Meine Häuser sahen bisher immer so aus. ja. Ich hatte auch schon ab und zu mal ein paar Häuser gebaut, aber das waren dann alles eher so einfach so Vierecke. Das erste wirklich richtige Haus, was ich damals gebaut hatte, war das bei meinem Mindclone 2 Server, das Hotel. Praktisch direkt am Spawnpunkt, das Hotel. Das war das erste wirkliche Gebäude, wo ich mir mal Mühe gegeben habe und mir mal Gedanken gemacht habe, wie so ein Gebäude aussehen könnte. Auch wenn es dann tatsächlich überhaupt nicht nach Plan gelaufen ist, sondern einfach irgendwie gebaut habe, wie es gerade kam. Aber es wurde denn ja tatsächlich doch ein bisschen schön. Ne? Von daher. Aber wachsen die Bäume da überhaupt gar nicht? Oder wachsen die, wenn ich da hingehe? Ah, ja, okay. Liegt wohl an den Performance-Settings, die ich eingestellt habe bei den Servern. Ja, gut. Dann müssen wir erstmal eine Weile stehen bleiben, damit die ganzen Bäume wachsen, oder? Gott, wachsen die langsam. Schwein, deine Schuld. Ist wieder alles deine Schuld. Wetten, wenn ich ihn umbringe und wieder zurücklaufe, ist wieder ein neuer Baum gewachsen? Ha? Danke. Achso, muss ich ja aufsammeln. Na komm. War der Busch hier schon immer oder? Das weiß ich nicht gerade. Doch, scheint so. Oh jo. So. Ich wachsen ja keine Bäume mehr. Die brauchen ja ewig. Ja, das Ausmaß des Gebäudes wird schon relativ so, wie ich es mir gedacht habe, von der Größe her. Das geht tatsächlich schon. Sind meine Äpfel da. Dann zwiebel ich mir mal. Gott, das ist so wenig Platz hier. Dann zwiebel ich mir mal einen Apfel rein. Oder auch mehrere. Na, warten wir erstmal, bis ein Holz da ist, beziehungsweise die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Ja, da werde ich die Folge hiermit damit
damit hiermit. Whatever. In dem Sinne, dann schau mit V, ne?